Willkommen zurück zu Cuphead mit Blaubarschbude. Ach nee, was ist das? Ich versuche gerade mich an den Mugman im Englischen, aber wie heißt die noch im Deutschen? Podkop oder so? Podkop, ne? Podkop. Podkop. Klingt wie so ein Pokémon. Podkop. Ja, Podkop. Voll, oder? Aber das war Podrot. So, wer, was bist du denn für ein Heini? Er tanzt. Wie bitte? Ihr wollt auch mal mit dem Flugzeug fliegen? Ha! Ihr kommt erst ins Cockpit, wenn ihr diese Baupläne studiert habt. Lernen studieren. Flugzeugbauplan. Tutorial hier einfügen. Tatsächlich. Okay, X halten für Schnellfeuer, B Spezial. Parieren. Ja, okay. Und Y Mini. Ah, okay. Kann man aber weiter schießen, ne? Ja. Ist das Spezial eigentlich? Spezial ist quasi der Ex-Angriff. Ging nur nicht, deswegen. Schätze, ihr zwei Tässchen seid bereit für die Lüfte. Ja, total. Aber denkt dran, die Vögel, in denen ihr fliegt, haben so ihre Kniffe. Eure coolen Bodenangriffe funktionieren da oben nicht. Wobei, ihr könnt immer noch parieren, wie die Großen. Denkt dran, euch im Ernstfall zu schrumpfen. Aber Vorsicht, wenn ihr klein seid, ist eure Reichweite kürzer. Dann mal viel Glück. Leck mich, du Penner. Könnten wir die Axt mitnehmen? Die kann man auch gerade probieren. Ne? Aber, ne. Bestimmt gebrauchen. Gefahr am Himmel. Oh Gott, ich glaube, ich... Ja, ich glaub, erinnere mich. Ich glaube, das ist dieser Boss, der sich in den Mond verwandelt oder so, ne? Mhm. Oh, yeah. Der Genie war noch schlimmer, der danach kommt. Aber ja, ja, das ist der Mond. Okay. Die hat auch schon genug Nerven gekostet. Ah, okay. Du wurdest getroffen. Ich weiß. Es ist mir nicht entgangen. Ich wurde auch nochmal getroffen. Cool. Ist das schon die zweite Phase? Bitte sag ja. Vielleicht. Wow. Die hat mehrere. Das also ist die zweite, nee, ist nicht. Zweite, dann die dritte, dann die vierte, dann die fünfte und dann haben wir es geschafft. Ah, ein paar Phasen schon fast zu viel, du. Ach, wir schaffen das. Einfach immer in Bewegung bleiben. Immer ja, ich mir auch schon bleiben. Gedacht. Und dann nicht in irgendeinen Scheiß reinfliegen. Ach, Kacke. Ich habe mich für dich gehalten. Ja, ja, das würde ich jetzt auch behaupten wollen. Was hast du denn gemacht? Schweinehunde. Ah, okay. Und wir sind tot. Na, guck mal. Wir sind schon weitergekommen. Und schon viel weiter. Und wenn ich einfach hier unten bleibe, weißt du, die ganze Zeit? Und dann siehst du dich irgendwann nicht, weil da unten ist so viel Zeug im Weg. Ich lass dich einfach die ganze Zeit allein kämpfen. Ich bin tot. Schon tot. Yes! Das ging jetzt irgendwie schnell. Und sonst so. Jo. Du machst das. Hab ich den Schuss nicht gesehen? Nee. Doch vor euch ging's genauso, denn ich hab den nicht gesehen. Ich hab's auch nicht gesehen. Oh.
Aber ich vergesse mich überhaupt zu bewegen. Ja. Oh. Kannst mal aufhören zu lachen, du Olle. Ich hab auch gerade komplett nicht gemerkt, dass du gestorben bist, verdammt nochmal. Weil es so auf alles hier fokussiert ist. Also, ne? Dass da der Geist an mir vorbeigeflogen ist, das habe ich nicht mitbekommen. Man kann sich ja auch noch klein machen. Ja, das... Nein. Ich vergesse, ich wollte nur noch mal nicht mal so die Möglichkeiten aufzählen. Hat mir geholfen. Nein, falsch. Ich habe gerade verzweifelt meine Pariertaste gesucht und habe alles andere gedrückt. Es ist die A-Taste. Ja, oder das die Kreuztaste. Ist mir dann auch aufgefallen. Soll das eigentlich sein, mit dem grünen Sternbild? Achso, in das verwandelt die Olle sich dann, ja? Ja. Okay. Ach, ja, wir denken Quatsch, und da muss man... Oh, ich lebe ja noch. Ich dachte, ich wäre schon tot. Habe ich auch gedacht. Immer auf dem rumkreisen. Ich hätte unten durchfliegen. Da konntest du nichts mehr machen. Ich hätte unten durchfliegen sollen. Mhm. Beziehungsweise klein machen. Hätte auch eventuell was gebraucht. Das ist so mein Ding immer. Ich finde, es gibt immer so viel dann zu tun, dass man das dann vergisst einfach, yeah, dass man yeah, diese Möglichkeiten überhaupt besitzt. Vor allem ist dein Daumen ja sowieso schon die ganze Zeit Vollzeit beschäftigt mit Schießen. Einfach gedrückt halten. Ja. Yeah. Oh, leck mich doch, ey. Ups. Da kam ein Haha mir entgegen, als yeah, ich diesen Mehrfachschuss ausweichen wollte. Oh. Wo bist du? Achso. Vorhin klappte das so gut. Und dann sieh du mal zu, wie du die Zwillinge überlebst, die nicht die Zwillinge sind, sondern der Schütze. Ich war fast am Ende der Phase. Da gibt es auch noch unterschiedliche Phasen, die Olle damit machen kann. Das ist ja toll. Ja, das ist aber, glaube ich, nur die Reihenfolge. Also, du siehst sie alle einmal, kommt nur drauf an, wie rum. Und ich glaube, der Stier ist immer der Erste. Reingefahren. Diese kleinen Teile sind fast schlimmer, finde ich, als alles ja, andere. Boom, Baby. Ich konnte sie auch nicht treffen, weil ich immer noch in den Unbesiegbarkeitsframes da drin war. Na, verguckt. Nein, ach Kacke. Zu spät realisiert, dass du als Geister gerade vorbeiflog. Mach dir nichts draus, ist egal. Kümmere dich nur nicht um mich. Ja, hab ich gerade. Dich selbst und so. Ja. Die Idee war gut, leider die falsche Kugel. Jetzt wird sie zum Mond. Und dann ist das Ganze noch richtig scheiße. War jetzt der Schütze gar nicht dabei. Ja, tatsächlich. Habe ich den Stern mit meinem Gesicht abgefangen. Die
Frage ist, uns der Schütze oder der Zwilling lieber? Und was ist mit dem Fisch? Oder der Jungfrau? Und dem Skorpion. Den mögen wir nicht. Und den Löwen. Ist ausverkauft. Okay. Gab's schon so häufig. Ah, diese ganzen scheiß Geschütze so links und rechts. Ja, diese kleinen rumfliegenden Fische und sowas. Die halten auch so viel aus. Die kannst du nicht mal eben so wegballern. Oh, halt mich doch, ey. Ja, ist doch knapp. Nein, ach, starte doch nicht in der Richtung, ey. Ich krieg sie! Okay. Ach, Mann! Immer in der, wo man gerade ist. Das war echt fies. Ich habe mich verguckt und dachte, ich wäre rot. Ja. Warum? Ach! Warum passiert einem das eigentlich immer? Weil man es ja weiß, ich bin blau. Also nur im Spiel. Meistens. Ne? Ja, Mann. Soll nicht lachen, die Olle. Was hat uns jetzt getroffen? Rückwärts. Aber ich war doch ganz unten. Ja, da hatte ich die Kugel getroffen von einem Fisch. Warum ist das für dich eigentlich Fische? Sind das nicht Mini-Zeppeline? Meinetwegen auch Mini-Zeppeline. Oder Raketen? Sieht für mich ein bisschen aus so wie Mini-Schwert. Alles sind für dich Fische. Nein, nicht alles sind für mich Fische. Jo. Dankeschön. Merkst nicht, dass ich rein panisch halte, nicht weil gerade alle Knöpfe gleichzeitig gedrückt haben? Ist nicht aufgefallen, oder? Nein. Ich glaube, ich bin hier verkehrt in meiner Ecke. Noch lebst du. Vorsicht, eine Haha war unterwegs. Ja. Oh. So, wahrscheinlich zuerst oben und dann unten. Wenn das so stimmt. Ich hab deinen Geist gar nicht. Wurdest du so vaporisiert, oder? Ich hab keine Ahnung. Gibt es auch ein Limit? Bin jetzt. Ah, ne, gut. Es hat tatsächlich aber nichts damit zu tun, erst oben, dann unten oder so, sondern es ist tatsächlich random. RNG ist groß mit diesem Spiel, ja. Bisschen, ja. So, Mond. Setzen wir uns mal richtig hin, ne? Gleich haben wir fast den ersten Stern abgefangen. Ich dachte, ich muss die aufsammeln. Das ist nicht Super Mario. Ach so. Ach du Kacke. Da fehlt aber wirklich nicht viel. Nun muss man halt so lange erstmal überleben. Mhm. Und wenn sie natürlich schon die netten Hahas hier rausschmeißt. Man will aber auch irgendwie instinktiv, finde ich, da immer reinfliegen, ne? Ist doch.
So, weißt du, was wir jetzt mal kurz machen? Ja? Wir gehen zum Shop. Meinst du, Upgrades werden helfen? Ja, weil... Ja? Unsere Upgrades, die wir jetzt hier haben, die bringen ja nichts. Ja. Und der Shop hatte noch ein Upgrade von wegen so, ja, ein Herz mehr. Das willst du dir jetzt etwa kaufen? Ja. Doch langweilig. Automatisches Parieren, du, die erste Parade. Aber zusätzlicher Treffer auf Kosten deiner Angriffskraft. Ist okay. Will ich das überhaupt haben? Das ist so ein anderes Ding. Aber es könnte uns vielleicht helfen. Wenn nicht, dann kann man es ja immer noch wieder umswitchen. Maler Schaden. Für maximale Reichweite. Rauchbombenlupfer. Ringe Feuerrate. Gab's nicht mal auch einen irgendwie mit hohe Reichweite, wenig Schaden? Kein Zielen erforderlich. Was heißt das denn? Das fliegt automatisch zum Gegner. Ist jetzt allerdings beim Flugzeug eher so meh. Gucken wir mal. So. Genau. Ich hab keins. Okay. Ich wollte gerade sagen, das ist bei dem Flugzeug sowieso ganz egal, merke ich gerade, denn wir haben ja ganz andere Schüsse. Das versuchte ich dir zu vermitteln. Ja, 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 ja. Was ja jetzt ein Lebenspunkt mehr, also passt ja, schon. Ja, an. Ich kann mehr auf die Fresse fliegen. Ich bin hier für den Schaden zuständig und du belebst mich wieder oder so. Ja, ich versuch's. Dann bin ich auch derjenige, der am meisten stirbt. Oh, so Kleinigkeiten. Aber nur in der Phase hier. Das ist hier die schlimmste Phase, finde ich. Ich weiß nicht mal warum. Ich habe irgendwie so ein Auto-Aim auf dem Widder. Da kommst du ja nicht mal schnell weg. Du kannst ja nicht irgendwie schnell hoch und runter sprinten. Sobald er sich halt nicht wahr einmal aus seiner Animation rausbewegt, musst ja du dich nach oben oder unten bewegen. Ja, tue ich die ganze Zeit. Du probierst es. Ich war stets bemüht, stand im Zeugnis. Ne, ich finde viel schlimmer ihre dämlichen Haas und diese Minigeschosse, die hier die ganze ja, Zeit rumfliegen. Ja, sind aber auch übel. Ah, schon wieder. Na. Nein, 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 nein. Okay, 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 so rum. Panik, Panik? Ja, echt mal. War auf einmal ein Tornado direkt vor meiner Nase. Und ein Haha. Nein, oh, shit. Und ein Tornado und ein Haha und alles. You can do it. Band aber auch, dass wir unterschiedliche Fähigkeiten haben. Denn du schießt ja so eine Bombe und ich verwandle mich in eine. Ich wollte gerade sagen, das hätte fast klappen können. Hätte. Achso, wir hatten ein Tickchen zu früh. Wenn du allein im roten Strahl davon bist, kriegst du ja auch schon Schaden. Wenn jetzt einfach die alte Side-Shooter-Taktik hier an. Side-Scroller-Taktik. Rauf und runter bewegen die ganze Zeit. Das mache ich auch die ganze Zeit. Achso, hast du schon auszuprobiert. Na gut. Ja, es ist nicht sehr effektiv. Bringt nicht so viel. Da bringt Schleifchen vor mehr. Können wir das schaffen? So den WoW-Effekt. Ihr müsst voll mehr auf die Ads gehen, ey. Geh doch mal einer auf die Ads. Geh doch mal aufs Haha. Okay. Sollst du nicht abfangen? So, was hast du noch gerade gesagt? Ach, Kacke.
war denn da schon wieder? Manchmal sieht man es aber auch einfach nicht. Boah, da wäre ich beinahe ins Haar reingeflogen. Das Problem ist, die Zwillingsphase fängt ja jetzt erst an. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir im Strahl landen. Ja, wenigstens mal human. Kein Entkommen. Das Teil hat aber auch ein Auto-Aim. Ja. Erste, was er macht, ist immer ein Haar. Das zweite auch. Nicht treffen lassen. Du hast nur noch eine HP. Wir haben gerade die erste Phase überstanden. Es ist mir aufgefallen. Das ist irgendwie nicht meine Runde. Oh, ich hasse ihr Haar. Also ich mag's hier. Wie lange? Ich brauch mal so eine Pause zum Durchatmen. Mach du mal. Ach, du kannst es auch. Also es ist einfach nur eine Aufladungssache. Yeah. Das ist wohl das mit dem Super gemeint. Geh doch weg. Kann man denn aber auch nirgendwo daran erkennen, oder? In welche Richtung das zuerst geht bei denen? Gar nicht. Doch eventuell? Ja, aber du weißt immer noch nicht, wo es startet. Ja, doch, wenn sie ihr das Zeug casten, gibt es so einen gelben Strahl, der nach oben geht und dann fing es auch oben an. Das könnte eventuell dafür stehen, dass es oben startet. Aber nur eventuell. Ja, müsste man mal jetzt drauf achten, wenn es beim nächsten Mal gecastet wird. Komischerweise haben wir sehr, sehr häufig, finde ich, die Zwillinge und sehr, sehr selten die anderen. Ja. Bestimmt gut. Möglich. Sagen Zuschauer bestimmt auch. Du willst dem einen ausweichen, brennst automatisch in das andere rein. Nein! Nein! Ah, ja! Stimmt gefälligst ganz unten, Mann! Echt mal. Damit man möglichst viel Zeit hat, dich wieder zu beleben. Oh ja, wie viele von den Dingern denn noch? Kacke. Zu spät. Ja. Boris ist oben, also müsst ihr oben starten. Nein, gut, hat damit nichts zu tun. Ich habe Mumpitz erzählt! Mumpitz! Ja, komm, leck mich doch. Mach jetzt dein Haar und ich... Nicht reinfliegen, nicht reinfliegen. Ja, irgendwo muss ich hinfliegen. Nahkampfdamage und so ist nicht. Oh Mann, Klingelsturm. Wir haben die Axt nicht mitgenommen. Wir haben die Axt nicht mitgenommen. Ach, kacke, daran nichts. Warum hat die Tante eigentlich ein Einrad unter sich? Und wer ist eigentlich Paul? Beziehungsweise obendrauf so eine Windanzeige. So, Konzentration. Schön, aber auch bevor man sich bewegen kann, hast du schon die Gegner auf dem Feld. Ne? Gegner und ein Haar. Damit es auch Spaß macht für die ganze Familie. Alter, ich war hoch genug. Hat nur keiner gesehen. Die typische Ruhe. Die Leute konzentrieren sich. Ja. Tu
tun, oder sie tun wenigstens so. Sie tun so. Das war eine schnelle Zwillingsphase. Ich wollte gerade sagen, nur eine Phase von der, also. Ja, ich habe viele, viele Bomben reingekastet. Alter Mage, du. Ja, ja. Mit tief wäre neidisch. Oh, wir landen zusammen in dieser Phase. Alles reinbolzen, was geht gleich. Jo, jo, jo. Okay. Kacke. Nicht mehr hin. Ja! EG! Ich sag ja, du ziehst mich da durch. Easy first try, first try. Andere freuen sich beim Fußball oder sowas, ne? Wenn ihre Lieblingsmannschaft dann halt. Tor! Ja, ja, und wir. Ja! Er ist down! Yes. Kaffett! Sofa. Was hatten wir jetzt für einen Rang? B-. Okay. Da war ich. Hilderberg. Leck mich.